Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zum 15. Spieltag am Montag mit Uwe. Schon wieder der 15. Spieltag. Schon wieder, das ist die perfekte... Das ist die perfekte Überleitung, denn ich habe Uwe eben geprankt. Das Video kommt für euch in ein paar Tagen. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen? Ja, ja, ja. Gut. Köstlich. Spaß beiseite. Da wollen wir jetzt mal richtig tippen. Ja. Hoffenheim gegen Augsburg. Ja, da muss ich jetzt anders tippen. Genau. Eben war die Begegnung Hoffenheim-Dortmund. Ja. Aber das Video werdet ihr, wie gesagt, in ein paar Tagen sehen. Freut euch jetzt schon drauf. Also jetzt heißt es Hoffenheim-Augsburg. Augsburg hat gewonnen jetzt gestern. Hoffenheim hat verloren. Das hat nichts zu sagen. Nee, das hat wirklich nichts zu sagen. Das hat nichts zu sagen, würde ich sagen. Ich habe da eine Meinung. Jo. Sehr runter. 3, 2, 1. 2-1. 2-1 habe ich. Ich stehe auch für, obwohl ich hier Hoffenheim. Ja. Dann, nächste Begegnung ist ein Derby. Okay, da wird. Möchtest du erstmal sagen, was für ein Derby? Ja, natürlich. Köln gegen Leverkusen. Oh, hab ich schon. Immer schnell wieder. Ja. Ach ja, danke für den lieben Kommentar. Ja, wir haben Leverkusen vielleicht in manchen Spielen unterschätzt. Wir haben irgendwie den letzten Spieltag hat jemand geschrieben, irgendwie immer gegen Leverkusen getippt. Ich kann sagen, das wird jetzt bei dem Spiel, glaube ich, nicht der Fall sein. 3, 2, 1, 0, 2. 1, 2. Da gehe ich doch definitiv auf Leverkusen. Aber doch nicht auf für. Ja, ich glaube schon, aber. Also ich glaube so auch an Köln, ja, ist es jetzt ich nicht, aber. Das Eintor fällt doch meistens immer. Das kann natürlich auch anders passieren, aber ich würde schon ja eher so ein bisschen die Tendenz für dich schon. So, nächste Begegnung ist Mainz gegen Dortmund. Etwas schwieriger zu tippen. Dortmund hat zwar jetzt gestern, vor uns ja natürlich gestern, vor euch jetzt vorgestern, doch etwas deutlich gewonnen. Ja. Mainz hat aber, nee, die haben verloren. Stimmt, die haben verloren gegen Augsburg. Aber so im Aufwärtstrend, sage ich mal, so unter Bayer Lorza. Aber ich kann meinen Tipp trotzdem führen. Also schon. Jetzt. Hier runter. So, 3, 2, 1. 1-3. Ah, kannst du durch meine Tafel gucken oder was? Ich hab sie erst geschnitten. Nee. Na? Nee, kannst du nicht. Wie soll ich denn durch die Tafel gucken? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nächstes Spiel. Wollen wir beide jetzt schon sagen, dass wir das gleiche wieder tippen wie eben? Also, da bleibe ich dabei. Also, beim Prank haben wir das gleiche getippt. Warum kommt jetzt die Sonne? Das ist ganz so unvorteilhaft für euch auch vom Licht her. Boah. Also, als nächstes kommt Bayern gegen Bremen. Beim Prank haben wir ja schon eben auch so überlegt. Und haben da sogar das gleiche getippt, weil auch ich konnte da nichts anderes tippen, leider aktuell aus Bayerns Sicht. Und wir beide haben 2-2 getippt, kann ich aber halt sagen. Und dabei, denke ich, bleiben wir beide auch. Ja, dabei bleiben wir, das wird sich nicht groß ändern. Und die anderen ändern sich. Genau, aber vielleicht die nächste Begegnung, denn die alte Dame spielt zu Hause gegen die Breisgauer. Die warten sie dir jetzt aber trotzdem so da und hier eingeblendet. Jetzt würde ich anders tippen. Boah, so weil es Hertha gegen Freiburg ist ja. Und Hertha stärker ist als Wolfsburg gestern. Ich würde jetzt einfach mal, weil das ist ein anderes Spiel jetzt, also muss ich anders tippen. Hertha spielt zu Hause, das ist auch so eine Sache, neuen Trainer, clean sie, mean sie. Clean sie, mean sie. 3, 2, 1, 1-1. Muss hoch. Aber unentschieden haben wir beide. Ja, unentschieden. Weil 2 war es ja bei dir richtig. Jawohl, jawohl. Aufsteigerduell trotzdem. Das ist eine schwierige Begegnung ein bisschen zu tippen, finde ich. Denn, Uwe. Ja, Paderborn gegen Union, ne? Das ist nicht gerade so einfach. Der Aufsteiger, ja, da war aber trotzdem habe ich da eine Tendenz. Wo muss ich das tippen? Ha! Jetzt habe ich als erstes getippt. Ja, jetzt das ist gerade nicht so von vorteilhaft. Nee. 3, 2, 1. Jo. Also ich tippe 2-1, ich gehe mal auf Paderborn. Oh, ich gehe auf Union. Weiß ich auch nicht, warum. Mir war gerade mal so. Sehr interessant. Sehr interessantes Ding, ne? Top-Spiel der Woche. Wird das von den Namen her gerecht? Oder würdest du sagen, eher nicht? Ich finde, das ist kein Top-Spiel. Nee. Aber ist halt das Spiel, ist jetzt auch. Jedes ist ja immer ein Tor als Top-Spiel gesetzt. Düsseldorf Leipzig. Genau, das ist ja immer mal als Top-Spiel gesetzt. Nee, genau. Düsseldorf Leipzig. Ja, ich hab mal jetzt schon. Ich überlege nur eine Sache. Bei einer Sache bin ich mir sicher. Tatsächlich. Ja.
Und dann kann man richtig so. Mein Stift schreibt irgendwie kaum noch. Was? Der ist so neu. Ja, deswegen. Wundert mich auch. 3, 2, 1. 1, 2, bitte. Ich hab 1, 3. Du hast so hoch angesetzt. Ja, ich hab doch meinst ein bisschen du? Höher. Das ist ein Top-Spiel, ich denke schon. 1, 2 hattest du, oder? Ja. Okay, nicht, dass ich jetzt. Nee, das falsch ist jetzt schreibe. Deswegen lieber nochmal nachfragen. Bitte. Ja, das deswegen. Ist ganz klar. Ja, so. Die Sonntagsbegegnungen sind sehr interessant. Ja, die finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Ich will mal das erste fange ich mal mit an Wolfsburg gegen Gladbach. Ah, das ist natürlich schwierig, ne? Wie soll man tippen? Ne, wie man eben, eigentlich ist das schon einfach. Los reden. Ja, geil, es regnet und die Sonne scheint. Perfekt. Wolfsburg, ich habe hier eigentlich für mich eine Tendenz, kann ich schon mal sagen. Ja. Ich muss mal überlegen, wie hoch. Ich geh mal hoch. Jetzt. Vielleicht einfach mal zwischendurch schütteln. Runter. 3, 2, 1, 1, 3. Oh, und jetzt habe ich 1, 2. Ich bin höher. Na gut, aber egal. Und das letzte Spiel ist auch nochmal sehr interessant hier von den Mannschaften her, nämlich Schalke gegen Frankfurt. Ja, Schalke aktuell 4. oder 5. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Frankfurt, die letzten Spiele nur verloren. Ja, sehr schlecht, muss man sagen. Ganz komisch. Also hier würde ich auch eher so, ich habe schon meine Tendenz, in welche Richtung ich jetzt gehe. Ich weiß nur noch nicht, wie hoch. Ach komm. Ich glaube, das ist heute mal. Eine klare Nummer. Erste Zeit sieht vielleicht ein bisschen scheiße aus, aber ist egal. Ja. 3, 2, 1. 2, 1. Für Schalke natürlich. Verschätzt sich ist schon erledigt. Zu machen. Ja, das war ich auch. Du darfst sehr, sehr gerne deine Tipps nochmal zusammentragen. Ich lese sie noch einmal vor. Ja? Gut, jetzt aber die richtigen. Also auf Hoffenheim, Augsburg 2-1, Köln, Leverkusen 1-2, Mainz gegen Dortmund 1-3, Bayern gegen Bremen 2-2, Hertha Freiburg 2-2, Paderborn Union 2-1, Düsseldorf Leipzig 1-2, Wolfsburg Gladbach 1-3 und Schalke gegen Frankfurt 3-1, das von mir. Kommen wir zu meinen Tipps. Ja. Hoffenheim, Augsburg 2-1, Köln, Leverkusen 0-2, Mainz, Dortmund 1-3, Bayern, Bremen 2-2, Hertha Freiburg 1-1, Paderborn Union 1-2, Düsseldorf Leipzig 1-3, Wolfsburg Gladbach 1-2 und Schalke Frankfurt 2-1. Wunderbar. Ich habe insgesamt, finde ich es jetzt richtig gesehen, 1, 2, 3, 4 mal Standardtipp getippt. Und du 1, 2, 3, 4, 4 mal. Auch 4 mal. Also, das war jetzt der 15. Spieltag. Freut euch auf ein paar Tage, da werdet ihr lachen können. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht findet ihr auch weinen, ich habe keine Ahnung. Oder sagt was. I don't know. Schreibt gerne auch eure Tipps wieder in die Kommentare. Ja. Ich hoffe, euch gefällt der Prank. Wie gesagt, der kommt in ein paar Tagen. Und und mir würde an der Stelle noch zu sagen, euch eine wunderschöne Woche. Jetzt am Freitag kommt dann der 16. Spieltag. Der nächste Woche in der Woche, nicht jetzt in der Woche, nächste Woche in der Woche, ist dann nämlich der 16. Spieltag, ist nämlich englische Woche. Die einzige englische Woche von der Bundesliga her in der Wochenrunde. Und deswegen kommt dann das nächste Video am Freitag für euch und mir. Bis dann, nur zu sagen, euch noch einen wunderschönen Tag und Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Macht's gut, tschüss. Nach vorne gehen.